Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Total War 2 mit Rise of the Republic. Die hatten damals schon Rise. Letztes Mal haben wir die Armee hier, die Verteidigungsarmee, hier nicht schlagen können. Die haben unsere 500 erste. Ne, unser Wolfpack konnten sie vernichtend schlagen. Und zwar richtig gut, also die haben mich richtig gut bei an den drei Eingängen gefesselt, so dass ich nicht durchbrechen konnte. Ja, das war auf jeden Fall nicht sehr nachahmenswert. Also automatisch hätten wir gewonnen, aber solche Gefechte sind automatisch eigentlich meistens jetzt echt der. Sowas nervt einfach nur noch. Wisst ihr, was ich machen müsste eigentlich? Ich müsste dadurch, dass der so einen Schmarrn mit seinen Agenten macht, einfach alle seine Gebäude niederreißen und einfach sagen. Ich hoffe, das machen die in Rome Total War 2 Schmarrn. In Total War 3 Kingdoms, was jetzt dann rauskommt. Machen die das besser? Oder ist das schon rausgekommen, wenn dieses. Wenn dieses Let's Play rauskommt? Ich weiß es gar nicht. So, ich glaube, Karthago ist gefallen. Ja, selber schuld. War mein Klientel und hat mich hintergangen. Schnüff. Naja. Fraktion vernichtet. Und Karthago. Warte. Genau. Zweimal. Schnauze. Das ist halt einfach nur lächerlich. So. Wo ist der jetzt hin? Ja, der würde auch, glaube ich. Ah, stimmt, die kann ja nicht töten. Der bekommt noch. Super. Greift er jetzt an. Ja, das können wir auch automatisch machen. So. Ah, da ist ein. Da, sieh mal eine an. Ja. Ah, jetzt hast du noch was bekommen. Und zwar Moral. Was kann man denn hier noch machen? Der Kriegsschrei ist auch ganz gut. So, wo gehst du denn hin? Erstmal normal. Du gehst nach da. Welche Einheit ist denn verschwunden, die Bus? Wahrscheinlich eine Kavallerie, ne? Wahrscheinlich. So, du gehst jetzt auch mal hier hin und rüstest dich mal wieder auf. So, dann Triari. So. Und Verkauf.
prinzipiell sind auch ganz gut, aber Garry sind halt besser. So. So, dann ist hier jetzt Schluss. Dann gehst du jetzt mal Richtung hier unten. Alles gut hier oben. Öffentliche Ordnung. So. Ja, ne? So, du gehst jetzt mal dahin. Du machst nichts, du machst schon was, du baust auf. Du machst nichts, du machst nichts. Warte. 500 erste. Du bekommst noch hier. Den da, du bekommst nichts. Dann habe ich alle. Dem. Gut. Dann machen wir hier noch. Hier haben wir alles. Warte, ich will was gegen. Gegen Agenten. Weiß nicht, ob ich das kann. Oder ob das nur im normalen Spiel so ist. Verschleißen, nee, wenn dann hier. Hier habe ich schon alle. List für alle Generäle. Das bauen wir jetzt mal aus. Wir haben jetzt wie viel? 173% schneller. Aber das geht dann noch besser, aber jetzt erstmal passt es. So. Ja, wo geht der denn hin? Ah ja. Deshalb wird bei dem jetzt wieder so eine Katz-und-Maus-Jagd. Super, aber ja, irgendwann eines Tages werden wir sie vernichten und glücklich und zufrieden nach Hause gehen. Wir spielen sowieso Rom gerade etwas anders, weil der ganze Norden ist auf unserer Seite. Natürlicher Tod. Invasion geht an Land. Kind geboren, Mission erfolgreich. Ui. Ziel erteilt. Beherrscht 15 Provinzen. Ständekämpfe. Ach ja, das ist ja easy. Easy. So. Baubericht. Ermutigte, bla. So. Gut. Du. Ja, fährst dann automatisch eh. Die brauchen wir eigentlich alle nicht mehr. Du gehst ja eh. Du machst das da. Und du machst was da? Der geht jetzt. Das ist eine Fullstack-Armee. Dann gehst du mal mit einem gewaltigen Marsch nach da. Und den bekomme ich natürlich nicht. Das Ende des Let's Plays. Ja, komm, das wird jetzt mal dahin marschieren. Die marschieren nach da. Leitung verwundet. Ah.
Okay. Naja, Hauptsache meine bekommen Skills und ja, eines Tages bekommen die dann Attentat ausführen und dann ist sowieso alles gut. So, hier können wir eigentlich mal relativ alles ausbauen. Weil an sich haben wir ja jetzt genügend Kohle. Vor allem die da sollte ich mal ausbauen, weil sonst habe ich da keine Garnison. So, da bin ich noch nicht so weit. So, jetzt habe ich hier auch kein Gold mehr. Gut, dann schauen wir mal nach Zielen. Okay. Genau, gerade sind es 50. Beherrscht die folgenden Provinzen. Durch Militär. Aber das mache ich ja eigentlich. Weil das sind meine militärischen Dudes. Noch nicht, natürlich. Gut. Anzeige, ja, okay, Hastati. Gut, also quasi. Den da brauchen wir noch. Den da haben wir dann. Den da. Gut, dann sobald wir unten den da, den restlichen Stiefel haben, haben wir quasi gewonnen. Ja, cool. Weiter geht's. Dann könnte ich mit der Einheit eigentlich Karthago in Ruhe lassen. Beziehungsweise also die Provinz von Karthago. Ja, komm. Kämpfen wir. Das könnten wir sogar gewinnen. Das könnten wir sogar gewinnen. Wenn ich hier irgendwo ein. Ach so, das ist die Karte, okay. Dann wird's schwer. Aber mit Kavallerie kann ich eigentlich sehr gut, sehr, sehr gut den aufhalten. Ich mache das jetzt mal so. Warte. So. 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 Ich hoffe, der kommt jetzt geballt hier rein und geht nicht hier hoch, weil das ist ja nicht so gut. Was er aber, glaube ich, macht, weil hier ist. Oh Mann, ich hätte mit denen hier hingehen sollen. Mache ich das noch? Mache ich das noch? Nee, weil wenn er hier hinkommt und hier frei ist, dann wird er. Ja, ich bin unschlüssig. Ich lasse es so. Ich lasse es so.
Ich glaube, wenn er mich sieht, dann wird er mich angreifen. Alter, aua. Das tut ja weh. Sind die Fernkämpfer? Was machen die denn da? Lassen die einfach stehen? Ah, schon ein paar gestorben. Ist die Frage, er geht jetzt außen rum, ja. Ah, das ist nicht so gut. Das ist gut. Unser General wird angegriffen. Dass das Steinschleuderer sind, ist nicht ganz so gut. Er kann ja rausgehen. Cool, dass der die in Ruhe lässt. Oh, passt schon. Das passt schon. Männer wanken. So, und jetzt? Komme ich mal hier raus? Eure Befehle? Schnell! Zu euren Diensten! Jupiter gibt uns Kraft! Söhne des Mars! Geschossen, Batterie! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu euren Diensten. Prinzipien. Schnelles Marschieren. Befehl verstanden. Zum Einsatz. Zum Befehl. Wie ihr Befehl. Ich erwarte eure Befehle. Schwerinfanterie bereit. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nee, oder? Geschosse warten auf Ziele. Speerinfanterie zu euren Diensten. Liebes! Zu euren Diensten. Wir erwarten.
erwarten eure Befehle. Verstanden. Wir erwarten eure Befehle. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Stolze Römer! Doppelt die Geschwindigkeit! Prinzipien! Schnelles Marschieren! Doppelt die Geschwindigkeit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Da hinten? Ja. Ja, wie soll ich jetzt die ganzen Fernkämpfer besiegen? Ich kann versuchen, die hier einzusperren. Die erreichen die ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Krass, cool. Okay. So, das Problem sind die da. Weil bis ich die dann... Erwarte eure Befehle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bis ich hier... Also vor allen Dingen, der hat eine Fernkampfkavallerie und nochmal Hopliten. Ich muss den wieder. Ja, echt jetzt. Das sind verdammte Peltasten. Und du fliehst vor denen. Ich glaub's ja nicht. Lächerlich. Ein Fernkämpfer und du bist Nahkämpfer. Willst du echt vor deinen General fliehen? Willst du das? Willst du das? Ich glaube nicht.
So, jetzt muss ich schauen. Alter. Irgendwie rundherum. Oh, ja, okay, der geht eh in Nahkampf über. Und jetzt halt er wiederum wetten. Warte, nee, das brauchst du dann für die da. Junge, das sollte eigentlich nur eine kurze werden, ne? Wie viele hat der da noch? Ah. Bisschen weniger als die Hälfte. Aktiv, müde, okay. Gut, dann springen wir das mal ein bisschen vor. Also an sich könnte ich auch jetzt warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Aber ich müsste bis dahin halt hier das einnehmen, den Platz. Aber ja. Dann hätte ich quasi das geschafft. Komm schon, halte ihn auf. Wir machen dann den Rest. Einfach nur pinnen. Nicht stehen bleiben. Angriff. Los. Einheiten bekommt er jetzt auch noch. Der feindliche General ist tot. Backen die auch? Nee, natürlich nicht. So. Jetzt ist die Frage, wie kann ich die besiegen? Eigentlich kann ich die nicht besiegen, also. Vor allem nicht auf dem Feld. Also die da sind beide eine Salve. Der da eine Salve und der wankt. Und die beiden. Warte, wo ist denn das nochmal? Okay, ganz ehrlich, dann gehe ich einfach hier hin und ja, wenn ich nicht gewinne, dann ist ja auch egal. Meine Armee steht, glaube ich, relativ gut vor der Tür. Ja, ist nicht so motiviert hier, ne? Ich versuche mal hier hinzugehen, weil da kann er mich nur schwer
Umflankieren. Das ist ein deutsches Wort. Umflankieren. So, die beiden. Ah, nein, er kommt. Alter, der hat innerhalb von... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Angriff. Nee, das war's jetzt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein... Ja, die Kavallerie habe ich ehrlich gesagt weggeschmissen. Ja, die Peltasten von ihnen waren sehr gut und natürlich die Bogenschützen. Ich hätte mich anders aufstellen müssen. Oh, egal. Ja, schau mal. Jetzt habe ich ihnen quasi gepinnt und dann alles gut. Ja, passt. Was macht er jetzt? Was macht er denn jetzt? Ah, ja. Schon wieder. Das macht einen ein bisschen aggressiv. Aber nur ein bisschen, also keine Sorge. Kann da bleiben. Die werden dann irgendwann eine Stadt angreifen und einfach automatisch. Entschuldigung. Und dann passt. Gut, dann würde ich sagen, mach mal hin. Ne? Genau. Ah, wow. Dass ich das nochmal miterleben darf. So, wow. Das ist wow. Gut, genau. Danke fürs Zuschauen und ja, wir machen das. Ein bisschen Rache muss sein. So, aggressiv. Bam. So. Das Ende des Let's Plays hat eine neue Tradition bekommen. Das ist natürlich super. Gut. Dann, ciao und habt noch einen tollen Tag und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.